Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog von mir. Ja, heute haben wir Samstag und ich habe heute mein Video hochgeladen. Das war über eine Stunde oder noch nicht mal, ja so um den Dreh. Und ja, jetzt haben wir so gegen Mittag, mein Kleiner schläft noch. Ich habe eben meine Übung gemacht für den Beckenboden und ich habe währenddessen habe ich mir so Fußmasken gemacht, also sich hier aus dem Action. Die ist einmal so mit Kokosnussöl, Shiba-Butter und Vitamin E. Also ich liebe ja diese Fußmasken. Und ich habe hier so ganz raue Fersen und deswegen habe ich gedacht, muss ich auf jeden Fall mal so eine Fußmaske machen. Und ja, mein Mann musste einmal zur Post, der hat dann was zurückgebracht und geht dann nochmal zum Aldi und heute werde ich dann Pizza machen und mal gucken, was wir heute dann noch machen. Also ich denke mal, ich werde ja Pizzateig machen und wenn mein Kleiner dann aufwacht, dann werde ich so ein bisschen Mittag für ihn machen und ja so ein bisschen noch einräumen, also so ganz ja entspannt, relaxed. Also das ist ja so ein Ziel von mir, dass ich nicht so viel mache, weil ich hatte ja zu viel gemacht vor dem Umzug und danach und das muss jetzt einfach nicht sein, also weil das Haus ist sehr groß und ich bin ja nur eine Person, ich kann auch nicht so viel machen auf einmal und deswegen mache ich das alles ganz in Ruhe, so nach und nach, also mich hetzt ja auch keiner, ja. Meine Schwester eine Genehmigung bekommen, dass sie Homeoffice machen kann. Also sie muss dann nicht zur Arbeit fahren, sie kann von zu Hause aus arbeiten, das heißt, sie bräuchte mich dann nicht wegen dem Hund. Das heißt, ich würde dann hier bleiben und wir würden dann nicht in meine Heimat fahren. Ja, gegebenenfalls kommt dann morgen meine Familie und dann würden wir dann, wenn das Wetter gut ist, zum Tierpark fahren. Ja, mal gucken, da bin ich mal gespannt drauf, ob sie denn kommen oder nicht. Ja, ich mache mir dann die Fußmaske gleich jetzt mal ab und dann gucke ich mal bei meinem Kleinen. Der schläft jetzt gerade noch und ja, dann werde ich noch einmal nach oben gehen und noch mal gucken. Ich hatte noch eine Kiste an Spielsachen hochgeholt, wo auch ganz viele Bilderbücher drin sind. Das wollte ich dann auch noch einräumen. Ja, so ein bisschen was muss ich ja machen. Dem Einräumen so nach und nach. Ich freue mich auch total, wenn ich euch das dann zeigen kann, wie ich denn Sachen eingeräumt habe. Ich habe nämlich in der ersten Woche habe ich nämlich ja meine ganzen Sachen eingeräumt, die ich zum Beispiel im Indoor-Flohmarkt gekauft habe. Ich habe ja so viele Glassachen, weil ich ja, das ist irgendwie so eine Leidenschaft von mir irgendwie geworden. So für Buffets und so. Ich liebe ja Buffets und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich muss mal gucken, ob das nicht rutschig ist. Ja, hier sind auch so einige Jacken von uns, beziehungsweise von meinem Kleinen und von mir, weil wir ja keine Garderobe haben. Und hier haben wir, ja, das ist auch ein Schrank, der gehört meinem Mann. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Da habe ich so Sachen eingeräumt. Das sind einfach diese ganzen Glassachen, die ich gekauft habe. Beziehungsweise das hier ist alles vom Indoor-Flohmarkt, außer dieses hier. Das hier, das habe ich beim Wollwort gekauft und diese Etagere hier, diese Glasplatte, die habe ich dann beim Wollwort gekauft. Und dieses hier, das habe ich euch mal so in Hauls gezeigt. Ich finde das richtig toll, da kann man viele Leckereien reinmachen. Und hier auch diese Sternchen-Etagere. Ja, diese Tortenplatte hier drauf habe ich auch aus dem Indoor-Flohmarkt gekauft. Ja, das ist zum Beispiel von meiner Oma noch, das habe ich von meiner Mutter, das habe ich auch vom Flohmarkt, das habe ich vom Indoor-Flohmarkt, das ist noch von meiner Mutter, das habe ich beim Action mal gekauft. Und dieses hier, das ist auch, habe ich letztens gekauft beim Indoor-Flohmarkt, das ist zum Wärmen, das ist noch original verpackt gewesen. Der Karton, den habe ich rausgemacht und das ist noch in Papier eingewickelt. Das ist so ein Glasteil und unten kommt so eine Kerze rein. Also das ist, hat ein Fassungsvermögen von 1 Liter. Da kann man dann irgendwie so Rührei reinmachen oder Würstchen oder so. Und wenn man Buffet hat, dann tut man unten das Teelicht da rein
und dann wärmt das so. Das habe ich dann. Ja, hier unten habe ich auch Sachen eingeräumt. Da habe ich auch eine Etagere, die habe ich zum Beispiel mal aus dem Action. Das sind aus dem Action diese großen Schalen. Dann habe ich da so eine Sternchenschale. Da habe ich doch noch so ein Holzbrett, so ein ganz langes. Das habe ich aus Sostrene Grene. Hier habe ich noch eine, ja, so eine Cupcake. So ein Ständer auf jeden Fall, so eine Etagere. Das ist so für Cake-Pops, so ein Ständer da auch noch. Und das habe ich euch ja, glaube ich, auch gezeigt. Das ist so für Halloween. Den Hut kann man hochnehmen, da kann man in der Mitte so Dip reintun. Hier sind auch so verschiedene Sachen dann auch. Das ist ja von, meine ich, vom Action. Das ist vom TK Maxx, TK Maxx, Woolworth. Das ist von meiner Oma, von meiner Mama. Also da sind all diese Sachen drin. Ja, hier habe ich dann einfach so Stoff reingehängt. Ja, hier. Das sind so Gläser, die habe ich von meiner Mama. Die sind noch von der Oma von meinem Mann. Das ist von meiner Mutter gewesen, dieses hier. Ich finde das richtig cool. Da kann man Wackelpudding und Vanillesoße reintun. Und hier ist ein Teil meiner Tassensammlung. Die habe ich da reingemacht. Das ist wirklich nur minimal. Also ich habe eigentlich noch viel mehr im Keller. Ja, wir haben ja so eine geschlossene Küche. Also da ist keine Vitrine. Deswegen habe ich die jetzt einfach so reingemacht. Das sind einfach so Disney-Tassen, also so fancy Tassen, finde ich. Und da hinten sind so Milka-Tassen und Weihnachtstassen hier auch noch. Ostertassen, auch so ein bisschen Einhorn. Und hier diese Tasse, die gab es mal im Primark gewesen. Und ich liebe ja Marie von Aristocats. Und davon habe ich gleich zwei. Da ist auch noch so eine Klopfertasse drin und von König der Löwen. Ja, die habe ich erstmal da reingemacht, aber ich habe noch viel, viel mehr. Da muss man dann noch mal so gucken. Dann habe ich hier so welche Sachen reingemacht. Das ist alles voll. Hier sind so Weihnachtssachen, Weihnachtstabletts, Weihnachtsschalen und irgendwie so. Habe ich euch hin und wieder mal ja auch in Halls gezeigt. Und hier sind ja so welche Sachen drin. Zum Beispiel, das ist alles aus dem Action. Kennt ihr vielleicht alle? So mit Schneemann, Weihnachtsmann, also verschiedene Größen auch. Das habe ich aus dem Indoor-Flohmarkt. Das fand ich so süß. Und das hier auch aus dem Indoor-Flohmarkt. Und das ist auch aus dem Indoor-Flohmarkt. Also, das ist so meine Leidenschaft irgendwie im letzten Jahr geworden. Ja, und diesen Teller, den habe ich vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen von meiner ehemaligen Arbeitskollegin. Ich meine, das ist auch so eine, ja, so eine teure Marke. Das ist von meiner Oma, Und hier unten drunter habe ich auch noch Osterteller, diese hier aus dem Action. Hier sind dann auch noch mal so von meiner Oma und ja, sowas dann halt so Snackschalen, drei Stück, so verschiedene Glasteller, so für Kuchen und so. Und hier unten ist ja auch so ein Halloween-Teller. Ja, und hier ist ganz viel Glas. Also das ist, hatte mein Papa mal gekauft. Der hatte ganz viele Kartons geholt gehabt. Und das sind die, die ich bekommen hatte von meiner Mama. Und eins ist beim Umzug auch kaputt gegangen. Gegebenenfalls habe ich unten im Keller auch noch mal welche Kartons, weil nicht alle Kartons sind noch nicht ausgepackt. Und das hier ist von den Großeltern von meinem Mann. Und ja, ich fand die so cool. Ja, habe die noch nie benutzt. Ich weiß auch gar nicht, was man da im eigentlichen Sinne reintut, aber als ich die gesehen habe und dass ich die mitnehmen durfte, habe ich die gerne genommen, weil ich mir immer so gedacht habe für Buffet und Desserts, also für so kleine Schichtkuchen oder Joghurt und Früchte und Pudding und so. Das sieht ja richtig fancy aus. Also Alkohol wird auf jeden Fall nicht reinkommen, sondern irgendwie kleinen Kuchen und so Schichtkuchen und ja, so Desserts, also wirklich so Nachtisch und hier auch Wackelpudding und so. Hiervon ist leider auch eins kaputt gegangen. Aber ich finde das total schön. Das macht sich bestimmt sehr gut. Ich muss mal gucken,
ob ich noch das ein oder andere Glas davon finde, in irgendwelchen Kartons. Mal schauen. Ja, hier sind auch noch mal so unsere Vasen so. Die habe ich letztes Jahr gekauft, diese rosafarbenen, ja, Teddy. Das habe ich dann auch. Diese kennt ihr ja vielleicht aus dem Action. Ja, das hier habe ich dann auch von den Großeltern. Und das kleinere habe ich dann aus dem Dorf gemacht. Ja. Hier unten ist noch nichts drin, sonst in der Wohnung war dann hier auf dieser Seite, waren dann immer Gesellschaftsspiele drin. Und ich kann euch das mal zeigen. Hier haben wir so einen Schrank, das gehört zu meiner Wohnwand. Und ich zeige euch das einfach mal. Hier ist der Fernseher und hier ist ein Fenster und da ist ein Fenster, auch so richtig riesig. Und das passt nicht. Also meine Wohnwand mit dem Fernseher passt da nicht zusammen. Und ja, mein Mann möchte das aber gerne so haben, weil eigentlich diese beiden Schränke, also jetzt hier, ihr seht ja jetzt auf der rechten Seite und wenn man hier so guckt, auf der linken Seite, die passen eigentlich zusammen. Und ja, die sollten eigentlich nach oben, aber die Umzugsleute haben das nicht nach oben getragen, weil das hat nicht gepasst, weil die haben diese Teile in einem Stück genommen. Sonst hätten die die auseinanderschrauben müssen und da fehlte dann einfach noch die Zeit, weil die haben bis 20, von 8 Uhr bis 20 Uhr abends gearbeitet und deswegen ging das halt einfach nicht. Und sonst hätte ich gedacht, hier ein Schrank hier und ein Schrank hier auf die Seite, aber mein Mann möchte das nicht, weil er meint, dann wäre diese ganze Seite vollgestellt. Aber so passt das irgendwie auch nicht, weil hier guckt mal, wenn man hier so sieht, der Fernseher, der guckt ja da auch so raus am Fenster. Das ist halt so ein bisschen so schwierig, weil hier ist halt ganz viel bodentief und hier ist auch ganz viel bodentief und da ist halt einfach schon noch das Sofa dann auch schon. Ja, das ist so ein bisschen doof. Ja, also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das dann lösen würdet. Würde mich gerne mal interessieren, ob ihr auch das so gut findet. Also wenn hier ein Schrank ist und wenn hier ein Schrank ist. Also ich finde die Lösung eigentlich sehr gut. Aber mein Mann möchte das irgendwie nicht. Und irgendwie sieht das dann halt so einfach auch nicht so schön aus. Wenn man hier zum Beispiel diesen Schrank wegnimmt, dann kann man diese beiden Boxen besser zusammenstellen und den Fernseher mehr mittig stellen. Nun ja, aber so weit ist er einfach noch nicht. Ja, also dieser weiße Schrank, also die beiden, die sollten eigentlich dann nach oben. Aber das hat einfach mit dem Treppengeländer halt einfach nicht gepasst. Und es ist halt schwierig, den dann auseinanderzuschrauben. Mal gucken. Naja, es eilt ja jetzt auch nicht so. Ja, und hier ist halt dann auch noch, hier war dann, auf einer Seite waren dann immer nur Fotoalben drin und auf der anderen Seite waren dann ganz viele, ja, so Bücher drin von mir und Schreibkram und ja, so Briefwaage zum Beispiel oder Briefumschläge, also sowas war halt da drin, aber das tue ich jetzt nicht da rein, also da bin ich so am Überlegen, ob ich da entweder die Spiele reinpacke, aber das ist jetzt auch von der Länge jetzt nicht so lang, dann würde ich da vielleicht auch Glassachen wieder reintun. Ja. Ich muss jetzt erstmal meine Socken jetzt mal wieder ausziehen. Ja, und dann würde ich mich dann nochmal melden. So, ihr Lieben, es ist immer noch Samstag und es ist ja abends. Und hier sind wir im Zimmer von meinem Kleinen. Hier haben wir auf der rechten Seite ein Kallax-Regal und daneben noch so ein kleines Regal. Da hinten ist ein Spielzelt. Ja, und vor euch, das sind halt so grüne Beutel. Da ist nämlich Wäsche drin von meinem Mann. Das muss auch noch in den Kleiderschrank eingeräumt werden. Das sind so seine Sachen, die sind jetzt erstmal hier drin gewesen. Ja, hier ist auch noch so eine Umzugskiste mit so verschiedenen Sachen und ja, das muss man alles irgendwie so einordnen, einsortieren. Ich habe ja so viele Bilderbücher auch gekauft gehabt. Und ja, das sind alles so verschiedene Sachen. Und ja.
Also die Wände hier, die sind erstmal weiß. Und man kann ja so, es gibt ja so Wandsticker, gibt es ja auch. Und man kann ja auch Bilder aufhängen. Und dann hat man es ja trotzdem ganz bunt einfach auch noch. Weil wir hatten jetzt noch keine Tapete geguckt und auch noch nicht so entschieden, ja, dass wir das jetzt so farblich jetzt machen. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich bin mal überlegen, wie ich denn die Kuscheltiere einordne, wie man das vielleicht machen könnte, weil mein Kleiner hat schon viele Kuscheltiere. Wie wird das denn machen? Also hier kommt aber auch erstmal kein Bettchen rein, weil er schläft halt im Familienbett, hat er ja immer so geschlafen. Und wir hatten dann Umzugskartons um das Bett herum gehabt. Und wir haben heute so ein Gitterbettchen geschenkt bekommen. Das ist in so einem Weiß und das steht neben meinem Bett. Und wir haben ihn erstmal gefüttert, also gute Nachtmilch. Und dann lag er dann erst im Bett und dann haben wir ihn dann quasi umgebettet in das Gitterbettchen. Und ja, jetzt schläft er da drin. Und ja, wenn er sich in der Nacht dann meldet, dann nehme ich ihn raus, fütter ihn dann mit Milch. Und gegebenenfalls mache ich das dann so, dass er dann bei mir dann schläft oder ich lege ihn wieder zurück. Je nachdem, wie wach er ist und wie er das dann annimmt, sage ich mal. Ja, mal gucken. So. Ja, heute habe ich auch noch Pizza gebacken. Für morgen haben wir dann auch noch ein bisschen was. Und ich mache morgen auch noch mal einen Kartoffelauflauf. Ja, meine Familie kommt morgen erstmal nicht. Wir wollten ja in den Tierpark, aber morgen soll das Wetter ja sehr schlecht werden. Ja, es soll ganz viel regnen und deswegen dann nicht. Ja, am Mittwoch, da geht meine Mutter ins Krankenhaus. Da wird sie am Knie operiert und anschließend, also nach 8 Tagen Krankenhaus, kommt sie in die Reha. Ja, aber dann in der Reha werden wir sie dann auch mal ein paar Mal besuchen. Ja, und dann mal gucken. Ja, nächste Woche, ja, Montag oder Dienstag, mal schauen. Da wollte ich nämlich gerne, je nachdem, wie das Wetter dann ist, wollte ich gerne in die Stadt fahren. Da wollte ich nämlich gerne zum Primarkt, weil ich dort jemanden was mitbringe. Also, ich bringe jetzt so, bin ja so eine Mitbringfee und gerade einer Person, sag ich mal, mit der habe ich jetzt auch ja, ein bisschen mehr Kontakt gehabt, weil sie auch selbst Mama ist und ihr Kleiner ist auch ein Frühchen, ist halt auch einen Monat zu früh gekommen. Und ja, ihr habe ich schon dreimal was mitgebracht. Also das letzte Paket war auch ein etwas größeres Paket gewesen, da hat er sie bei mir gesammelt. Und ja, da hatte ich letztens, als ich mit meiner Mutter im Primark war, das war ja Montag, da hatte ich ja dann auch noch mal Fotos gemacht und ihr die gezeigt. Also da wollte sie einiges haben und ja, da fahre ich dann mal wieder hin. Und das kombiniere ich dann, weil ich wollte dann meinen Kleinen im Nachbarort anmelden zur Taufe. Und ja, da müsste ich dann hin, dorthin fahren und dann würde ich da so einen Zwischenstopp machen einfach. Ja, so habe ich mir das dann einfach gedacht und da werde ich mir dann ein Tagesticket dann nehmen. Ja, da müsste ich, glaube ich, noch mal was aus der Apotheke noch mal besorgen für meinen Kleinen. Und dann wollte ich noch mal Babymilchpulver mal gucken, ob ich das wieder bestelle oder ob ich das ja, in der Drogerie kaufe. Aber in der Drogerie ist es meistens ein bisschen teurer, so über 1 Euro teurer, als wenn man das online bestellt. Und als ich das letzte Mal online bestellt habe, da ist nämlich eine Milchpackung kaputt gegangen und dann war das ganze Milchpulver, also sehr viel davon, ist dann im Karton verstreut worden. Also das war nicht so gut verpackt gewesen. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das dann mache nochmal oder ob ich das dann lieber im Geschäft kaufe. Ja. Weil bei einer Box, ich hatte 4 bestellt gehabt oder 5, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe 4 bestellt.
Und da war das dann so gewesen, dass auch bei einer Box dann auch noch der Deckel kaputt gegangen ist. Dann kann man den auch nicht verschließen. Dann musste ich das dann wieder umschütten. Als eine Dose leer dann war, also eine Box, da bin ich mal so am Gucken, am Überlegen, ob ich das in der Drogerie kaufe oder ob ich das dann doch online bestelle. Weil dann muss ich das nicht schleppen, dann wird es dann halt einfach nach Hause geliefert. Ich könnte es halt nochmal probieren. Vielleicht klappt es diesmal besser. Ja, dann müsste ich das nicht mitschleppen. Ja, mein Kleiner, der trinkt noch Milch. Also meine Nichte zum Beispiel, bei ihr war das so gewesen, als sie ein Jahr alt war, da hat sie gar keine Milch mehr getrunken. Und ja, mein Kleiner trinkt halt die Milch noch und das finde ich völlig okay. Ist halt einfach auch noch klein. Also er isst halt auch ganz gut. Also Mittagessen tut er. Eigentlich so Mittagessen tun wir gut zusammen und Frühstück und mal Abendessen. Also das variiert dann so. Mal essen wir Mittag warm oder mal essen wir abends warm und dann gibt es dann irgendwie was Kälteres, also sag ich mal so ein Brot oder so. Dann entweder Mittag oder abends, also das variiere ich dann manchmal so ein paar Tage dann immer warm und mittags warm oder dann mal abends warm. Also kommt immer so drauf an, ja, was man dann so macht oder so. Ja. Ja, das muss ich gleich alles nochmal so gucken, wie ich das dann mache. Vielleicht baue ich dann auch die Puzzlematten wieder zusammen. Ja, das hier ist, wie soll ich sagen, Parkett. Das ist echtes Holz und das ist geölt. Und das ist sehr empfindlich. Im Wohnzimmer haben wir das auch. Also wir haben das hier oben und im Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer, da sind auch schon Schrammen reingekommen, weil mein Kleiner mit dem Spielzeug da so drüber ist. Und ja, da sind so voll die Schrammen dran. Ja, das wussten wir aber nicht, dass das so empfindlich ist. Ja, ich denke mal, ich werde gleich so ein bisschen das Kinderzimmer so ein bisschen aufräumen und vielleicht kann ich dann noch so ein bisschen was machen. Und nebenbei, da lade ich dann so ein bisschen mein Handy. Ich habe das jetzt sogar an der Ladeschnur quasi. Ja, das war es erstmal heute für den Samstag. Ach ja, ich habe ja die Übung ja ganz gut gemacht. Ich könnte die jetzt auch noch mal machen, sage ich mal. Aber ich habe das jetzt heute ganz intensiv gemacht. Mache ich morgen dann wieder so. Ja, ich bin am Überlegen. Also mit den Kuscheltieren und auch mit den Büchern so. Sonst hatte ich alles, sage ich mal, im Wohnzimmer gehabt. Also es war richtig viel. Und ja, jetzt ist es so, habe ich ja, die Sachen hier im Kinderzimmer, aber ich habe dann auch ein paar Sachen in der Küche, also im Esszimmerbereich, da sind auch einige Sachen und er verstreut das ja auch gerne. Und im ja, Wohnzimmer, aber im Wohnzimmer ist nicht mehr ganz so viel, beziehungsweise wir haben das vom Wohnzimmer in den Esszimmerbereich halt hingetan, damit der Boden halt nicht so verschrammt. Und deswegen denke ich mal, werde ich als erstes, glaube ich, die Puzzlematten hier aufbauen. Also ich hatte ja 4 Sets gehabt, 2 aus dem Aldi und 2 aus dem Action. Und da muss ich mal gucken, vielleicht müsste ich dann auch noch mal zum Keller gehen. Und ja, dann mal gucken. Also ich hatte ja nach Fenster, nee, nach Wandstickern so geguckt. Ich war auch einmal im Wolwort gewesen, als wir meine Mutter zum Bahnhof gebracht hatten, dann da bin ich doch einmal schnell zum Wolwort, weil beim Wolwort hatte ich ja auch einige, ja, schöne Sticker, sag ich mal, auch gehabt, die ich an beiden Seiten von der Wickelkommode. Also in unserer Wohnung, da hatten wir die Wickelkommode und auf der rechten Seite war der Schrank und auf der anderen Seite war die Wand. Und da hatte ich dann beide so Wandsticker draufgeklebt.
Aber hier ist das so, da war dieser schöne Elefant mit dem Luftballon. Den kann man jetzt nicht mehr sehen, weil der an der Wand steht. Weil die Wickelkommode an der anderen Seite ist. Und ja, deswegen war ich beim Woolworth noch mal gucken. Aber da hatten die nur so, ja, auch Wandsticker mit Baustellenfahrzeugen, so als Baustelle. Aber sonst hatten die da jetzt nichts und das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ja, es war halt nicht so das Passende dabei, also mit den Baustellen, Fahrzeugen, so. Das ist schon so ganz nett, sage ich mal so. Aber es passt halt irgendwie nicht so dahin, wie ich das so gerne haben hätte, also haben wollen hätte. Ja, vielleicht wenn mein Kleiner ein bisschen älter ist, dann passt das vielleicht ein bisschen mehr mit den Baustellen. Aber im Moment finde ich einfach so Tierchen oder so was Süßes ganz schön. Ja, mal gucken. Hier sind ja auch an der Wand da oben auch keine Vorrichtungen. Also da müsste man auch irgendwie was dran schrauben, weil ich hatte ja so einen Heißluftballon hier auch gehabt. Das wird auch nicht passen. Also, und ich habe auch so ein Hängeteil. Dann kann ich euch auch einmal zeigen. Das ist auch hier drin. Das habe ich auch aus dem Woolworth. Das hat 2 Euro gekostet, das war reduziert. Schaut mal, das ist zum Hängen, da kann man auch was reintun. Und dann müsste man dann auch irgendwie sowas haben. Aber mein Mann, der ist nicht so handwerklich begabt, also das ist dann schwierig. Müssen wir mal gucken, wer das dann da dran machen könnte. Also am besten mit so einem Karabinerhaken. Dann würde ich das nämlich hier hinter an die Tür machen. Das nehme ich auch noch so Platz. Ich könnte euch nämlich auch noch die Wanduhr zeigen. Kann ich euch auch zeigen. Ich nehme das Ladekabel mal raus. Und dann zeige ich euch das einfach mal. Das hat sich ja auch in meinem Spaziergang-Vlog erzählt. Ja, guckt mal. Hier, das ist so die Tür. Und hier so die Wand. Da wäre das so ganz schön, wenn man das hier so hinhängen könnte. Da wäre ja so Platz. Und ich zeige euch das einfach mal. Hier habe ich ja diese Wanduhr gekauft. Die hat nur 4 Euro gekostet. Sonst fast 9,99 Euro. Also fast 10 Euro. Deswegen liebe ich diesen Aldi bei uns in unserem alten Stadtteil, wo wir gewohnt haben. Da gibt es immer die tollsten Reduzierungen. Ja, das habe ich dann. Das gab es zur Geburt von DM. Da waren so verschiedene Babyartikel drin und da sind so die Geburtstagskarten oder die Geburtskarten drin, also da die Glückwunschkarten. Dann zeige ich euch auch mal was. Das habe ich auch aus dem Aldi. Habe ich irgendwann letztes Jahr gekauft. Das war auch reduziert gewesen. Das ist so eine Beleuchtung mit so einem, ja, ich glaube, das ist ein Dino. Das ist hier so eine Messleiste, die habe ich aus dem, ja, aus der Postenbörse, aus meiner Heimat, habe ich im Sommer geholt. Ich zeige euch das einfach mal. Das ist so eine Messleiste von Pussy Bear. Das war 4,99 Euro. Das hatte ich auch im Sommer, hatte ich das gekauft beim Kick. Wie teuer war denn das? Das war 4,99 Euro. Also ich habe mir gedacht, so für die Taufe oder auch für das Kinderzimmer. Und das ist so ein Regenbogen aus Holz. Der war auf 6 Euro reduziert und der war auch 9,99 Euro. Also beim Aldi, da könnt ihr, also Aldi Nord, ich weiß nicht, wie das bei Aldi Süd ist, aber da könnt ihr nämlich richtig gute Schnapper und so für Kinder finden. Also auch ja alles, was dort im Wochenangebot ist. Also die haben ja immer montags, mittwochs und donnerstags haben die immer so Angebote, meine ich. Und dann gibt es immer so schöne Sachen. Und wenn die Leute das nicht kaufen, und dann wird das immer ja nach einer Weile immer reduziert. Und davon hatten die bei uns eine ganze Menge. Und dann habe ich gedacht, nehme ich das einfach mal mit.
Ja, hier sind die ganzen Kinder-CDs. Und ja, das hatte ich mal beim Teddy gekauft. Da wollte ich dann nämlich auch ein Foto reinmachen. Das war ja das Weihnachtsgeschenk. Das hatte ich dann ja wieder verpackt gehabt im Umzugskarton. Und das hat er heute beim Baden ausprobiert. Also das mochte er gerne. Ja, hier habe ich so ein paar Weihnachtsbücher und auch irgendwie so Bücher reingemacht, wo er dann einfach schon ein bisschen älter sein muss. Zum Beispiel das hier. Oder hier mit Nikolausgeschichten, mein Adventskalenderbuch. Hier habe ich jetzt erstmal hier reingeordnet. Ja, hier ist seine Tonbox. Wir haben derzeit ja, eine Weihnachtsfigur habe ich gekauft, die war 13,99 Euro und eine war dabei. Und dann gibt es noch so eine Figur, die muss man dann selber bespielen und sonst haben wir keine Toni-Figuren, weil die sind sehr teuer, 16,99 Euro pro Figur. Und ja, wenn ich welche kaufen möchte, dann werde ich die im Sale kaufen oder wenn ich ein bisschen Geld zurückgelegt habe oder so. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir noch nicht so viele haben. Er ist ja auch noch sehr klein, also von oder beziehungsweise noch sehr jung, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, hier sind auch noch ein paar Bücher. Diese CD, die mag er total gerne. Da sind drei drin und da sind auch ganz viele Kinderlieder drin. Ist auch noch so eine Kugel jetzt gerollt. Ja. Hier ist auch so ein Holzzug drin, den hat er auch zur Geburt geschenkt bekommen, also von meiner Schwester. Und da sind dann auch so, es ist sein Name drauf, sein Geburtsgewicht, wie groß er war, wie schwer er war. Das ist dann alles da drauf auf dem Zug. Da ist dieser Lauflernwagen, den hat er ja auch zum Geburtstag bekommen, der ist noch eingepackt. Der muss unten in die Küche, weil ich weiß nicht, ob der hier an dem Boden schrammen wird. Ja, hier habe ich dann auch nochmal ja, so ein Spiel von Peppa Woods. Das gab es im Wollwold im Action. Das fand ich irgendwie total toll. Das ist noch original verpackt. Das ist, da steckt man dann so Stäbchen rein, so als Schwerte. Oder so Stäbchen und dann springt dann irgendwann so Peppa Woods so hoch. Ich finde das total toll. Das ist so ab 18 Monate und das werde ich, glaube ich, nochmal verstecken. Weil vielleicht schenke ich ihm das zu Ostern oder wenn er ein bisschen älter ist dann. Und das hatte ich dann auch im Markov geholt. Mit diesen Tiergeschichten und da ist dann auch eine CD dabei. Ja, da sind so verschiedene Sachen. Ja, das sind dann diese Körbe, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Da werde ich das auch nochmal einsortieren. Hier sind auch nochmal ein paar Kuscheltiere. Ja, das sind so einige Sachen. Und mal gucken, wie ich das schön einräumen werde und so. Da muss ich mir nochmal überlegen. Aber es ist jetzt auch schon 9:30 Uhr. Ist auch schon ein bisschen spät. Also ich wollte auch nicht mehr so viel machen. Vielleicht mache ich auch gar nichts und lege mich einfach ins Bett. Kann ich auch machen. Und gehe halt früh schlafen einfach. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er diese Nacht auch wieder dreimal aufwacht. Und dass er dann ganz dann beim dritten Mal oder so dann sehr doll weint. Das waren nämlich die letzten 2 Tage war das so gewesen. Und dann war er richtig schlecht drauf, hat ganz viel geweint. Also ich glaube, das machen die Zähnchen einfach auch. Und ja, nach dem Schlafen ist er nicht so gut drauf. Also ja, aber wir hatten ihn dann heute noch am späten Nachmittag gebadet und danach ging es ihm wieder richtig gut. Ja, und dann hat er die Pizza auch richtig gerne gegessen. Also er hat die geliebt, er liebt Pizza. Ja. Ich gucke jetzt erstmal bei meinem Kleinen nochmal. So, ihr Lieben, wir haben es jetzt Sonntag und es ist 16.23 Uhr. Mein Mann ist jetzt gerade nach draußen mit meinem Kleinen zusammen. Das hat er Ewigkeiten nicht gemacht, dass er alleine mit meinem Kleinen irgendwie spazieren geht. Ja,
Eigentlich wollten wir zusammen spazieren gehen, aber ich habe jetzt noch einiges zu tun. Und das ist ja meistens auch so die Zeit, wo mein Kleiner nochmal nach dem Mittagsschlaf nochmal schläft. Und deswegen, ja, mache ich jetzt ein bisschen. Ich habe einen Umzugskarton, einen Action-Umzugskarton ausgepackt. Und das sind ganz viele Tassen, schaut mal. So viele. Das ist ganz viel Klüngelkram auch. Also mein Handy ladet da gerade. Und das sind richtig viele. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen Licht anmachen kann. Also weil man kann hier einmal Licht anmachen, diese drei. Dann unter der Küche, also da kann man an der Wand das machen. Und dann hier sind auch nochmal ja, so Lampen. Und dann einmal da bei dem Küchentisch. Ja, und ich wollte mal gucken. Also mein Mann hat das so gesehen und da habe ich gleich schon gesagt, kein Mensch braucht so viele Tassen. Und er will auch nicht, dass ich die hier irgendwo oben hin tue, weil wir da hier oben keinen Platz haben. Er meinte, ich könnte die im Keller irgendwo lagern. Ja, ich liebe Tassen und ja, das sind nicht nur die einzigen. Ich habe euch ja in dem ersten Vlog ja auch welche gezeigt und das sind jetzt auch nochmal welche. Also ich liebe Tassen, genauso wie Servietten. Ich habe von allem irgendwie richtig viel und ja, einfach weil ich Tassen sehr gerne mag. Also damals habe ich ja auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Und da habe ich einfach aus vielen Orten, sage ich mal, auch mal so eine Souvenirtasse mitgenommen. Zum Beispiel wie diese hier oder aus Sizilien. Ich meine, das ist das hier gewesen, Catania. Ja, diese hier habe ich mitgenommen. Dann habe ich Disney-Tassen und ja, Einhorn, also Hello Kitty. Zum Beispiel diese Tasse hier. Die habe ich in meinem Au-pair-Jahr geschenkt bekommen, als ich Geburtstag hatte. Hatten mir so, ja, so drei Mädels mir die geschenkt. Dann war ich ja Au-pair in Irland gewesen. Da habe ich zum Beispiel diese hier. Und einmal diese hier. Ja, dann waren wir mal im Dunkin' Donuts in Berlin. Da musste diese hier mit. Und ich weiß noch, dass mein Mann da einfach schon den Kopf geschüttelt hat. Also er mochte das nicht, dass ich mir da auch schon wieder eine Tasse geholt habe. Aber ich liebe Dunkin' Donuts. Und dann so mit, ja, mit diesem rosafarbenen Henkel und so. Ja. Das ist hier so eine Fototasse. Da bin ich sogar auch drauf. Da habe ich ein Bild von den Niagara-Fällen und da ist dann auch so Tinkerbell mit drauf. Ja, dann mag ich zum Beispiel gerne drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Da habe ich mir mal so eine Tasse geholt. Da ist halt Aschenbrödel drauf. Nun ja, ich mag auch gerne Engel, deswegen habe ich auch so eine Engeltasse. Ja, Katzentassen dürfen ja auch nicht fehlen. Da habe ich diese hier zum Beispiel. Also, ja, die habe ich von einer ehemaligen Arbeitskollegin geschenkt bekommen. Also teilweise sind es auch Geschenke. Teilweise, ja, kaufe ich die auch viel selber. Die habe ich aus dem Primark. Die kennt ihr wahrscheinlich nicht aus dem Primark, aus dem Action. Ja, die habe ich aus dem Primark, sage ich mal. Das ist eine größere. Primark hat ja ganz viele Disney-Tassen. Ich habe euch die ja in dem ersten Vlog auch gezeigt. Da passt auch nichts mehr rein. Ja, diese hier habe ich aus so einem Online-Shop gekauft, made in the 80s. Ich bin dann in den 80er Jahren geboren, ja, in dem Jahrzehnt bin ich auf jeden Fall geboren. Deswegen musste das irgendwie, muss ich das mitnehmen und ich mag gerne diese My Little Pony, mag ich auch total gerne. Ja, 2017 war so das Einhornjahr, also falls ihr euch erinnert oder ob ihr auch damals so, ja, eventuell auch Einhorn-Fan-Seite habe ich damals, da gab es so viele Produkte von Einhörnern und mit dem Design. Und irgendwie habe ich mir dann auch ganz viele Einhorn-Tassen gekauft. Also zum Beispiel hier, das ist alles von der Nana. Die hier, dann habe ich zum Beispiel diese hier. Die meine ich, die habe ich von Poco gekauft. Sehr süß. Die habe ich zum Beispiel in meinem zweiten YouTube-Video, aber das Video habe ich nicht mehr online. Da hat das nämlich so geraschelt. Da habe ich nämlich eine
Bestellung getätigt beim Disney Store und da war unter anderem diese Tasse dabei. Also falls jemand mich schon so lange verfolgt, wird das Video eventuell noch kennen oder sich daran erinnern, falls ihr das nicht vergessen habt. Da habe ich mir diese hier gekauft. Aber da kann man auch nicht so gut draus trinken. Die ist auch sehr schwer. Das ist so eine richtige Disney Store Tasse. Ja, eigentlich, ich glaube, ich habe eigentlich auch noch mehr Tassen, noch so ein bisschen, also so vereinzelt auch noch, aber das kann ich alles hier nicht unterbringen. Dann habe ich hier ja auch noch so welche. Dann waren wir ja mal in San Francisco gewesen, da musste dann auch eine Tasse mit. Ja, hier habe ich auch so welche Tassen, aber die werde ich wahrscheinlich... ja, zu dem Indoor-Flohmarkt abgeben, weil dieses Weiße, da sind so, das sieht man jetzt an der Kamera nicht, da sind so, ja, so Risse drin. Weiß nicht, könnte, ja, hier könnte man das so sehen, seht ihr das? Diese weißen Risse da, die sind dann so gekommen und ja, deswegen werde ich die dann abgeben. Und hier ist das genauso, schaut mal, das sieht auch gar nicht so schön aus, diesen Rissen und ja, die kommt dann auch zum Indoor-Flohmarkt. Ja, ich muss ja ein bisschen was loswerden, denn diese hier, die habe ich in dem Euroshop-Laden gekauft. Ich sage immer 1-Euro-Laden, aber es heißt Euroshop. Da hatte sich letztens mal jemand beschwert auf meinem Kanal und so gemeint, das wäre heißt Euroshop. Ja, und dann diese hier, das ist aus dem Action. Da gab es auch so verschiedene Tiere. Hier ist dann nochmal so eine Hello Kitty-Tasse, also... Ihr seht, kein Mensch braucht so viele Tassen, aber ich liebe Tassen. Und jetzt zeige ich euch das jetzt einfach mal. Hier, schaut mal, da habe ich Gläser einsortiert. Das sind hier alles Kindergläser erstmal, so für meinen Kleinen. Katzengläser, die waren doch von meinem Mann. Da habe ich so, ja guck mal, auch von Winnie Pooh und Tinkerbell. Und das sind die Gläser für meinen Mann. Und das sind so seine Tassen, finde ich. Und seine Kaffeekanne. Und das geht bis nach oben hin. Da komme ich gar nicht so dran. Und auch mit so einem, schaut mal, mit so einem Tritt. Wenn ich hier drauf bin, da komme ich manchmal auch nicht so gut nach oben. Und hier, da ist noch ein Fach, wo ich Tassen reinräumen kann. Also noch so ein paar Tassen. Und schaut mal, da sind dann so Schälchen und da hinten sind diese ganzen Plastikteile. Also das sind so To-Go-Becher, Wasserflaschen auch zu mitnehmen, also verschiedene. So viele habe ich davon auch. Und auch diese Becher, Kaffee-To-Go-Becher, da tue ich aber dann Tee oder heiße Schokolade nur rein. Ist dann eigentlich ganz praktisch, wenn man mal so einen Ausflug macht oder so oder zum Spielplatz geht. Ja, und... Ja, so habe ich das eingeordnet. Also da kann ich nur noch ein paar Tassen reintun. Das wird auch nicht alles reinpassen. Aber ich habe echt Angst, dass das halt durchbricht, dass es zu schwer ist. Ja, hier ist ein Fach von meinem Kleinen. Und da oben habe ich dann ja so scharfe Messer und Medikamente. Ja, und ich zeige euch das jetzt einfach mal so. Das ist nicht so aufgeräumt. Schaut mal, hier hat man dann so welches Besteck nochmal. Das ist Besteck einfach für Geschirr. Ja, und hier habe ich so ein paar Gläser drin. Also wenn man Besuch bekommt, dann so welche. Und das kann ich auch nicht so schwer machen. Also da ist dann überall so ein bisschen Geschirr drin. Zum Beispiel hier ist so ein bisschen weißes Geschirr drin. Dann habe ich hier dieses hier. Und hier ist auch nochmal sowas. Ja, hier sind dann so welche Untersetzer drin. Und hier tue ich dann die Lätzchen von meinem Kleinen rein. Also hier könnten auch noch welche rein, aber die sind dann derzeit noch, hängen noch zum Trocknen. Ja, und da muss ich mal gucken, wie ich das einordnen werde. Das muss auf jeden Fall noch eingeräumt werden. Ja, guckt mal. Hier habe ich dann sowas. Gummibänder und für K-Pop und so. Hier sind diese ganzen kleinen Tütchen für
Brannte Mandeln, Schokolade und so weiter, was oder Kekse. Dann habe ich hier so ein bisschen Strohhalme und Servietten. Ja, das passt alles da so rein. Und hier habe ich dann sowas. Das ist eher so für den Sommer. Ja, und auch diese Melamin-Teller, da, das sind auch ganz viele vom Action. Und ja, ganz viel. Und schaut mal, diese hier, die habe ich, ich glaube 2020, ich weiß nicht, ob ich euch die in einem Haul gezeigt habe. Die haben nur 10 Cent oder 50 Cent gekostet beim Teddy. Die sind auch so richtig schön rosa. Und also hier sieht man in der Kamera, ist es so leicht, aber die sind ein bisschen kräftiger. Und davon habe ich halt 5 Stück mitgenommen. Eisbecher, also das passt hier so hervorragend rein. Und dann habe ich dann so welche Gläser. Hier sind dann so ganz viele Party-Sachen drin, also wie Fähnchen und Spieße und so Bambus-Schiffchen und sowas. Das ist halt da drin. Ja, hier sind dann auch nochmal so Plastik, also Geschirr drin für Picknick oder so. Das habe ich jetzt erstmal da so reingemacht und ja, da muss ich mal gucken, wie wir das alles noch machen werden. Und ich wollte jetzt erstmal auch Kartoffelauflauf machen. Mein Mann wollte eine Stunde spazieren gehen. Und deswegen muss ich ja jetzt erstmal was machen. Nicht, dass die da wiederkommen, aber nichts geschafft. Ja, das ist noch so ein Osterteller. Da kann man so Eier reinmachen. Und diesen Teller, den finde ich auch echt hübsch. Ich wusste gar nicht, dass ich den noch habe. Und hier habe ich dann auch noch Sachen auch noch ausgepackt. Ja. Mal gucken, wie ich das also erstmal einordnen werde. Ein paar Tassen da oben rein und dann muss ich mal gucken. Ich kann euch das so ein bisschen zeigen. Also es ist nicht wundern, es ist ein bisschen unordentlich. Ja, schaut mal, hier ist so ein Schrank. Habe ich euch ja im ersten Vlog gezeigt. Und da sind auch noch mal Tassen drin. Einhorn-Tassen, Disney-Tassen, da ist auch unten noch eine Halloween-Tasse. Ja, und dann ist hier auch noch so ein Glas von Coca-Cola von McDonald's. Und hier habe ich dann noch mal was reingemacht. Also ich habe hier 4 Hello Kitty-Gläser, so Schmetterlingsgläser, so kleine. Das war, glaube ich, meine Kerze oder so gewesen. Oder da war ein Aufstrich drin, ich weiß es gar nicht mehr. Auch von Halloween. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob das nicht mal durchbricht. Deswegen muss ich immer aufpassen. Und vielleicht sortiere ich das nochmal um. Ich habe ja hier auch noch einen Schrank. Hier waren eigentlich, habe ich euch ja auch erzählt, einfach Bürosachen immer drin. Aber das mache ich jetzt nicht mehr rein. Und eventuell werde ich das hier nutzen. Da waren ja immer meine Sachen sonst drin. Ja, davon habe ich jetzt 2 Schränke. Und ja, das muss ich aber nochmal sauber machen, dass ich hier eventuell auch nochmal so Glassachen oder so reintun werde. Ja, weil ich denke, dass mit den Spielen, wie ich das vorhabe, wird dann nicht da reinpassen. Die Spiele, die werde ich dann hier reinmachen. Das hatte ich euch ja auch in meinem letzten Video erzählt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal dran vorbei bei meinem Spaziergang. Da hatte ich euch am Anfang ja auch so ein bisschen auch erzählt. Also hier kommen dann nur Gesellschaftsspiele rein. Das macht dann schon mehr Sinn. Ja, und hier ist dann das hier. Das habe ich euch ja auch so gezeigt. Ja, und sonst in dem anderen Schrank da hinten, da habe ich dann eigentlich Fotoalben drin gehabt. Aber ich muss mal gucken, ob ich die nicht irgendwo woanders reintun werde. Ja, ich muss eigentlich noch viel aufräumen. Und ja. Ich hatte meinen Kleinen auch irgendwie nochmal so gewickelt gehabt. Ja, damit man nicht immer so nach oben laufen muss, wickel ich ihn teilweise nach unten. Und das ist hier so die Matte. Ich muss auch nachher noch nach oben gehen und nochmal Feuchttücher holen. Hier habe ich noch die eine Windel, die Strumpfhose. Die hat er sich selber ausgezogen, da habe ich ihm eine andere angezogen. Ja, hier hat er noch eine Milch gehabt. Mein Mann hatte ihm noch eine gemacht, bevor die gegangen sind, aber er hatte nicht so viel getrunken. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit. Ja, die Windel kann ich auch hier reinmachen in den Restmüll. Das nehme ich dann mal mit.
guck mal, das sind so Geschirrhandtücher. Da waren unter anderem auch als Einlage war das drin unter den Tassen. Über den. Die hatte sich damals mein Mann aus dem Ikea ausgesucht, aber die fand ich so hässlich. Das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Ja. Hier ist noch ein Karton und hier auch noch ein Karton. Und ja, was mache ich denn einfach? Also ich lege das erstmal hier hin. Und dann müssten wir eigentlich auch noch mal Wäsche. Müssten wir ja dann auch noch. Ja. Schade, dass ich das mit dem Handy-Stativ noch nicht so habe. Aber ich denke mal, ich mache jetzt erstmal mit dem Kartoffelauflauf. Dass ich das erstmal mache, weil das braucht ja auch noch eine Weile. Hier habe ich die Kartoffeln. Ich habe heute auf YouTube ein ganz tolles Rezept gesehen, was ganz einfach ist. Ich kann euch das hier mal zeigen, das ist so mein Fach mit Gewürzen und so. Und da habe ich das hier mal gekauft. Das ist fix für Kartoffelgratin. Er gibt 3 Portionen. Ich glaube, ich mache das einfach. Das geht dann ganz schnell. Ich könnte das andere natürlich auch machen, aber ein anderes Mal. Gestern habe ich ja die selbstgemachte Pizza gemacht und heute mache ich einfach mal so. Und ich gucke einfach mal, was man dann. Hier steht dann meistens immer, was man dann noch dazu braucht. 500 Gramm Kartoffeln. Ja, man könnte das auch selber machen. Hier ist eigentlich eher so die Gewürze und das ist so gemischt drin. 500 Gramm Kartoffeln. Dann holen wir dann einfach mal, schaut mal, da sind ganz viele Sachen, die man immer so braucht. Da oben sind ganz viele Schalen und Schüsseln drin. Dann nehme ich das so und dann gucke ich mal 500 Gramm Kartoffeln. Nehme ich am besten mal diese Schale. Diesmal habt ihr richtig viel zu gucken. So. Aber ich denke, ich will auch gleich mal den Köcher mal runterholen, also von Nook. Und dann kann ich da die Milch dann einfach nochmal entwärmen, also warm halten, dann für nachher. Ich glaube, das mache ich dann auch gleich. Hier ist dann auch noch meine Schublade. Hier habe ich das so eingeordnet. Hier ist ja blaues Geschirr. Das hatte damals mein Mann noch so und ich habe jetzt das so eingeordnet, einfach fürs Kochen einfach. Dann kann man das so nehmen. Hier sind auch die Pizzaschneider drin, für Eis und Pinsel und sowas, Teigschaber und Scheren. Und hier sind halt für Cuttermesser und so zum Flaschen öffnen, wenn man was hat. Und hier sind auch nochmal so, ja, sowas und hier diese Verschlüsse drin. Also in der Küche, wir haben richtig viele hier drin gehabt. Hier wäre eigentlich auch eins gewesen. Hier oben, das habe ich aber rausgemacht, weil wir das nicht brauchen. Und hier sind so, ja, meine Tupper-Sachen unter anderem drin. Also hier diese Dosen, so. Ist alles schön eingeordnet. Und hier auch nochmal. Ja. Aber ich glaube, ich gehe jetzt einmal schnell nach oben, um das einmal zu holen. Ich nehme euch dann einfach mal schnell mit. Ich mache einfach mal ein bisschen Licht aus, um ein bisschen Strom zu sparen, wenn ich nach oben gehe. Es ist alles nicht so richtig so gut aufgeräumt. Ich nehme euch dann mal mit. Hier geht das einmal so nach oben. Hier seht ihr mal, da sind so, ist noch so Klebeband, so Kreppband. Das muss auch noch abgemacht werden. Das haben wir noch nicht geschafft. Mein Mann hat das hier erstmal gestaubsaugt heute. Das ist eine Matte. Dann geht das einmal nach oben. Ja. Also dann habe ich hier ein Zimmer, das Kinderzimmer. Da ist das Büro. Hier ist dann so mein Zimmer, nicht so seine Zimmer. Ja, dann ist hier das Badezimmer und hier ist das Schlafzimmer. Und hier in dem Schlafzimmer, da hole ich hier einfach das mal raus. Das nehme ich dann einmal mit. Ich darf hier bloß nicht das Wasser rauskippen, weil wir haben hier einen Wasserschaden. Und deswegen ist das Wasser hier oben abgestellt. Man darf aber auch nicht Wasser hier rauskippen. Ja, jetzt gehe ich im Schlafzimmer und hole mal die
Feuchttücher. Aber ich mache jetzt erstmal meine Kamera aus, weil mit der Kamera und mit dem iPhone zusammen kann ich das alles nicht runtertragen. Also bis gleich. So, ich habe die Sachen mal in meinen Arm genommen. Deswegen musste ich das eben die Kamera einmal so einmal ausmachen. Das fokussiert jetzt nicht so. Dann gehen wir wieder nach unten. Man muss hier immer die Türen zumachen. Hier im Treppenhaus ist keine Heizung. Damit das oben und unten schön warm bleibt in den Räumen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch Fußbodenheizung haben. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber im Keller haben wir keine Heizung. Also nur unten so ein bisschen. Deswegen müssen wir die Kellerräume dann einmal zumachen. So, dann mache ich hier einmal wieder Licht aus. Dann geht es hier wieder rein. Da liegt ganz viel. Hier ist es wieder dunkel. Jetzt mache ich gleich wieder Licht an. So, ich mache jetzt mal das. Am liebsten mag ich dann immer dieses Licht da oben. Wenn ich das hier in der Mitte mache, dann ist es richtig hell. Aber das brauche ich dann meistens nicht. So, ich mache jetzt gerade Pause und bringe gerade mal die Windeln und so weg. So, ich werde jetzt erstmal hier meinen Handschuh erstmal waschen, weil ich habe hier, ich nehme einfach mal die andere Hand, weil ich habe damit ja die ganzen Tassen ausgepackt und so dann alle diese Brusketten quasi eingepackt, dann ist das hier so schmutzig geworden. Ich trage jetzt so Handschuhe. Einfach weil ich habe dir erzählt, dass ich das ganze Einpacken und Putzen gewunden hatte. Und jetzt wird das gar nicht so sauber. Ja, das funktioniert nicht mit einer Hand. Deswegen würde ich sagen, melden wir uns ein anderes Mal wieder. Ja, ich würde euch gerne noch mitnehmen, aber ich muss das jetzt erstmal sauber machen, den Handschuh, und dann werde ich Kartoffeln schälen und so das dann schon fertig machen und mich jetzt ein bisschen sputen, und dann hören wir uns ja bald wieder. So, ihr Lieben, das geht jetzt weiter. Ich werde jetzt einfach Kartoffeln schälen und ihr liegt quasi vor mir, eine Blaubutzdose, und ich schäle jetzt einfach mal. Ich hoffe, ihr könnt mich so ganz gut hören, und ich werde jetzt erstmal 500 Gramm Kartoffeln erstmal schälen. Ja, also den Handschuh habe ich jetzt irgendwie nicht richtig sauber bekommen. Morgen ist Montag. Morgen muss ja mein Mann wieder zur Arbeit. Und Mittwoch auch. Und sonst macht er ja Homeoffice. Und morgen haben wir ja Handwerker. Ich bin mal gespannt, wann die kommen. Mein Mann wollte dann gleich anrufen, damit ich dann weiß, wann die kommen. Weil unser Klingel funktioniert nicht. Und dann werden die bei uns im Schlafzimmer was aufmachen, also aufbohren, also ganz leicht. Und dann mit der Kamera reingucken. Und dann gucken, wo denn der Wasserschaden genau ist. Oder was das überhaupt, warum das überhaupt entstanden ist. Ich hoffe, sie finden das dann schnell, damit das auch schnell beseitigt wird. Ja, deswegen müssen wir morgen zeitig aufstehen. Ja, mein Kleiner hatte ja, das Bett gehabt. Und er hat sich in der Nacht einmal gemeldet. Dann hat er geweint und ich habe ihn dann gefüttert rausgenommen. Und dann habe ich ihn dann zu mir ins Bett gelegt. Und erst als er eingeschlafen war, habe ich ihn wieder zurückgelegt. Ja, und ganz früh morgens hat mein Mann ihn dann rausgenommen, also quasi, dass er gar nicht so viel in seinem Bettchen drin war. Ist gar nicht so mehr. Ja, also er hat jetzt auf jeden Fall in der Nacht auch so ein bisschen besser auf jeden Fall geschlafen, weil davor die Tage war er dreimal ein bisschen wach geworden, also wahrscheinlich sind die Wachenzähne jetzt auch besser durch. Ja. Ich denke mal, auf meinem Kanal werden dann eher so Alltagsvlogs kommen. Ich nehme euch mit zum Spazieren
oder mit zum Einkaufen oder ich nehme euch dann einfach mit in meinem Haushalt so ein bisschen. Ja, irgendwann kommt dann noch so ein Video von meinen Paperbox. Die werde ich dann auch, also Explosionsboxen. Ich habe mir ja auch so ein Explosionsboard gekauft. Das gab es ja im Action. Das habe ich mir in einer Action-Gruppe von jemandem ja bestellt. Die hatte das mehrmals mitgebracht und die dann verkauft für diejenigen, die das halt suchen. Und weil in unserem Action, wo ich dann war mit meinem Kleinen, da war das dann irgendwie ausverkauft. Da gab es das nicht. Und ich kann ja auch nicht jederzeit mit einem kleinen zum Action hin und ich wollte es gerne haben. Und dann ich weiß jetzt nicht, wo ich das eingepackt habe. Oder wann ich überhaupt zum Basteln komme. Also ich habe ja so viel zu tun. Und heute habe ich auch nur gedacht, es erschlägt mich einfach. Also ich will ja einfach auch nicht ganz so viel am Tag machen und tun und tun und tun. Aber so jeden Tag mal so ein bisschen. Mal gucken. Es erschlägt einem ja ganz schön viel, was man alles so hat, ne? Mit dem ganzen Haus und den ganzen Putzen und Aufräumen und dann noch die ganzen Sachen auspacken. Also man hat Arbeit ohne Ende. Aber ich kann auch nicht alles so viel machen. Also manchmal wünscht man sich, dass man alles ganz viel schafft und so. Aber es ist oft so schwer mit einem kleinen Kind. Aber deswegen wird das halt einfach noch richtig lange Zeit in Anspruch nehmen. Das war mir aber auch irgendwie schon in der Wohnung klar, weil ich habe ja auch so lange gebraucht, um alles einzupacken. Und ja, und jetzt hetzt mich ja auch gar keiner. Ich muss mal gucken, ob ich morgen mit meinem Kleinen dann irgendwie den Nachbarstadtteil fahre. Und wegen, da können wir jedenfalls nicht zu Fuß gehen, weil wir können schon gehen zu Fuß. Aber da wären wir 1,5 Stunden oder so oder fast 2 Stunden unterwegs dahin. Und ja, das Problem ist halt einfach mit der Straßenbahn, es gibt keinen Hochsteig, also nur am Anfang und am Ende des Stadtteils. Und ja, da muss ich dann mal gucken. Ja. Mal das mit der Taube, das würde ich schon gerne. Geleitet haben. Ja, und wenn wir dann einmal mit der Straßenbahn dann fahren, dann würde ich dann halt einfach auch zum Freimarkt, weil es gibt halt eine Mama, der hier halt was mitgebracht, also die hatte so einige Sachen, die sie gerne haben möchte aus dem Freimarkt, die würde ich ihr dann mitbringen, weil ich bin ja eigentlich Mitbringfee, habe das ja Ende November, Anfang Dezember ja gestartet, sage ich mal, mit Freimarkt und das lief eigentlich schon ganz gut. Würde das halt jetzt, hab das dann aber im Januar einfach pausiert nach Weihnachten. Einfach weil ich hatte so viel mit dem Packen zu tun und mit dem Umzug, deswegen konnte ich dann leider nichts mitbringen dann. Ja, jetzt haben wir das gut gerannt. Das werde ich jetzt spülen und dann schneiden. Kartoffeln, die werde ich dann wahrscheinlich dann in den Keller wieder bringen. Das werde ich, glaube ich, auch gleich auch mal machen. Dann sind die Kartoffeln dann auch schon mal weg, dann ist auch schon was wieder runter und ich glaube, das werde ich jetzt erstmal machen. Dann hören wir uns gleich nochmal. Hallo ihr Lieben, hallo, wir haben es ja Montag jetzt und wir waren heute, ja, kurz bevor mein Kleiner eingeschlafen war, habe ich dann ihn einfach angezogen und dann sind wir zum Nettomarkt gegangen. Sonst gehen wir ja meistens immer nach dem Mittagessen. Und ja, jetzt ab 14 Uhr scheint jetzt so ganz schön die Sonne. Jetzt haben wir ja kurz nach 3 und ja, ich wollte mit meinem Kleinen nochmal rausgehen und ein bisschen spazieren. Wir machen uns gleich nochmal fertig. Und die habe ich aus dem Nettomarkt geholt. Schaut mal, meine Mutter hat uns auch einen Strauß geschenkt.
Als sie uns besucht hatte, auch mit Schleierkraut. Ich finde Schleierkraut wunderschön. Das hält so richtig lange. Weil ich finde, Tulpen, die halten nicht so lange. Also die kosten schon immer was. Deswegen habe ich mir sowas gekauft. Beim Nettomarkt gab es ganz viele Valentinstagssträuße. Morgen haben wir Valentinstag. Und ja, ich wollte den Tisch jetzt auch nochmal ganz schön machen. Da mache ich dann gleich so schöne Servietten noch rein. Und schaut mal, so schön sieht der Strauß aus. Ja, jetzt habe ich endlich auch mal so einen schönen Tisch und kann mal so eine richtige schöne Tafel machen. Das habe ich jahrelang immer vermisst in unserer Wohnung und das hat mir immer so gefehlt. Jetzt kann ich das selber so schön machen. Ja, wir haben zum Mittag haben wir Pommes und Würstchen gegessen. Und dann habe ich den Einkauf verräumt. Das ist mein Kleiner. Der schiebt gerade den Handfeger, also diese Schaufel. Ja, das wird jetzt nicht leiser. Auf jeden Fall, ich habe Zutaten gekauft, weil ich mache morgen eine Kartoffelsuppe. Ja, es wird nicht leiser. Ich gehe jetzt einfach mal ins Wohnzimmer. Ich habe hier so ein paar Tassen eingeräumt in diesen Schrank hier unten. Ich habe mir gedacht, hier oben werde ich Ostersachen hintun. Hier unten habe ich dann nochmal vielleicht Etagere und so, was ein bisschen größer ist. Und hier tue ich dann diese Tassen hin. Das muss ich ja manchmal nicht wissen, dass ich die da hier einordne. Vorher war ja hier so Büro-Bastelkram drin, also von mir. Ich hatte hier Bastelbücher, Bastelzeitschriften und Stifte und sowas hatte ich hier immer drin und Briefumschläge und auch Bücher. Und das werde ich jetzt hier nicht reintun, deswegen habe ich hier meinen Schnauraum. Und jetzt habe ich hier so die Tassen reingeräumt, so ein paar. Einige habe ich dann in den Tassenschrank gemacht bei mir und die dann hier. Also hier könnte eventuell auch noch die eine oder andere Tasse rein. Und ja, dann machen wir uns gleich fertig. Ich muss gerade gleich auch mal gucken, wie die Temperatur ist. Ja, dann melde ich mich später nochmal. So, ihr Lieben, es ist 2 Tage später. Ja, gestern waren mein Kleiner und ich im Nachbarstadtteil gewesen. Wir sind mit Straßenbahn hingefahren, weil der Weg sonst zu weit wäre. Da waren wir im Gemeindebüro und haben uns für die Taufe angemeldet. Ja, was dann noch ist, dann sind wir dann in so eine Art Selbstbedienungscafé gegangen. Da haben wir dann ein bisschen was gegessen und getrunken und dann sind wir mit der Straßenbahn weitergefahren und dann in die Stadt und da habe ich dann ein paar Sachen im Primark geholt, beziehungsweise nicht für mich, sondern für eine ganz liebe Person. Der habe ich jetzt insgesamt schon 4-mal was mitgebracht. Und das vorletzte Mal in der Wohnung hatte ich dann nochmal ein riesengroßes Paket. Da hatte sie bei mir gesammelt. Da hatte ich die Sachen aus dem Aldi mitgebracht, aus dem DM. Ich hatte aber auch noch aus dem Primark auch ganz viele Sachen. Da hatte sie bei mir so nach Weihnachten dann auch noch bestellt gehabt. Ich bin ja Mitbringfee teilweise so und da hatte sie sich ein paar Sachen nochmal ausgesucht. Da ist halt dieser Karton, den habe ich jetzt gepackt. Ja, da war so Sachen drin gewesen. Glas und den Karton habe ich. Jetzt habe ich ja viele Kartons, ich kann viel verschicken. Ja, und dann habe ich auch noch mir auch nochmal was mitgebracht. Das sind einfach diese Flappen in rosa. Das sind die. Die haben 8 Euro gekostet und ich habe so einen Glückspilz gefunden für meinen Kleinen und ich. Ein bisschen Glück kann man ja immer gebrauchen und ja, der hat 6 Euro gekostet. Ich finde den so richtig süß. Ja, den habe ich geholt. Das habe ich dann von dem Feenobulus dann quasi das Geld dann so. Ja, und davor den Tag, was haben wir gemacht? Wir waren im Action nachmittags, wir waren vormittags, also Montag, waren wir vormittags, als mein Kleiner so müde wurde, habe ich ihn eingepackt und wir sind dann zum Nettomarkt gegangen. Und im Nettomarkt habe ich ja dann mir einen Valentinstagstrauß geholt und am späten Nachmittag, das war dann schon 16 Uhr, sind wir los. Und ich hatte Lust, mal zum Action zu gehen. Und ich hatte ja im Sommer so gesehen,
dass ich eine halbe, also eine Stunde brauche. Und deswegen habe ich mich gesputet. Also ich bin richtig schnell gegangen und habe dann 45 Minuten quasi so gebraucht. Aber ich bin wirklich schnell gegangen. Es ist ja richtig geschwitzt, glaube ich. Und weil es ja schon 16 Uhr war, war es dann halt einfach auch ein bisschen später geworden. Wir waren, ich weiß nicht, war das 6:30 oder 18 Uhr, waren wir, glaube ich, wieder zu Hause. Und es war schon so leicht dämmerig und wir müssen hier an dem Friedhof vorbei. Und ich konnte den Weg, es war, also ich habe mich ein bisschen verlaufen und habe dann schon leichte Panik bekommen. Auf jeden Fall bin ich dann aus dem Friedhof wieder raus und bin die Hauptstraße gelaufen, weil das war mir dann einfach sicherer. Weil der Friedhof ist wirklich groß und ja, ein bisschen schwierig. Also dann, ja, wir haben es auch nicht eher geschafft als 16 Uhr wegen Mittagessen und Schlafen und so. Und ja, bis man dann loskommt, dann war das dann halt einfach schon spät. Aber dafür waren wir ja auch vormittags raus. Ja, jetzt haben wir es fast schon Mittag, also um 11 Uhr herum. Ich glaube, 11 ist es. Mein Kleiner, der schläft, also der ist um 10:30, ist er müde geworden. Und heute haben wir keine Handwerker, gestern war Elektronik da. Jetzt funktioniert unsere Klingel. Ja, mit dem Wasserschaden ist es so, die wollten eigentlich Montag kommen. Dann haben die sich aber Dienstag gemeldet, dass sie diese Woche gar nicht mehr kommen und würden dann nächste Woche kommen. Ist halt so ein bisschen doof, weil oben kann man das Badezimmer nicht benutzen, weil ich habe ja so Probleme mit meiner Blase, so ein bisschen wegen dem Beckenboden. Und wenn mein Kleiner sich in der Nacht meldet, nach dem Füttern gehe ich selbst auf Toilette. Ja, und dann ist es halt oft immer so, ich muss dann immer nach unten laufen. Also es ist jetzt kein Problem. Aber ich habe das heute Nacht gemerkt, er hat sich gemeldet und ich habe so dieses dringende Gefühl gehabt, ich muss unbedingt auf Toilette. Aber ich kann ja meinen Kleinen dann, wenn er ja unruhig ist und er dann die Milch braucht, die Babymilch, kann ich dann nicht nach unten schnell auf Toilette gehen und dann wieder hoch, weil dann würde er dann richtig doll weinen. Also muss ich ihm erst die Milch fertig machen, dann füttern und dann erst auf Toilette gehen. Und das geht halt nicht so schnell. Und in der Wohnung war es dann immer so, da war das Schlafzimmer direkt neben dem Badezimmer und ich konnte schnell auf Toilette gehen, dann die Milch schnell fertig machen oder also es ging alles richtig flugs und hier, da muss ich ja nach unten laufen und so. Ja. Gestern waren wir auch noch im TK Maxx gewesen. Da habe ich auch noch mal was geholt. Ich kann euch das zeigen, das wollte ich für die Küche haben. Also nicht wundern, es ist ein bisschen chaotisch. Ich habe noch nicht richtig aufgeräumt. Das muss ich auch noch machen. Das ist dieses hier. Das habe ich geholt. Das habe ich in Grau. Das hat 16,99 Euro gekostet. Und als ich damit kam, da meinte mein Mann so, ja, warum wir das denn brauchen? Weil wir haben ja eine Spülmaschine. Ja, die muss, apropos Spülmaschine, die muss ich auch noch ausräumen. Das ist oft schwierig mit den Aus- und Einräumen. Ich versuche jetzt ein bisschen leiser zu sprechen, damit mein Kleiner nicht aufwacht, weil wenn er das hört, dass die Spülmaschine aufgeht, will er nämlich immer da reinklettern. Er kann hier draufklettern und einmal da stand das so, dann kann er, stellt er sich sogar hier drauf. Also das ist schon schwierig und deswegen kann man das nicht immer so einräumen. Man muss immer gucken, dass er abgelenkt ist oder woanders gerade irgendwie, dass er das nicht so sieht. Ja, und ich habe das hier, weil hier ist teilweise manchmal auch Geschirr, sage ich mal so. Und da muss ich erst hier mein Handtuch drauflegen und so. Und das wollte ich dann nicht. Und deswegen habe ich dieses hier geholt, damit man mal ja so Sachen hat, die man nicht in die Spülmaschine tut. Zum Beispiel dieses hier. Das ist ja aus Melamin. Das ist ja so ein Schälchen. Das darf zum Beispiel nicht in die Spülmaschine. Oder wenn man ganz schöne Tassen hat, dann tue ich die auch nicht in die Spülmaschine so rein. Oder zum Beispiel dieses hier,
Ja, da muss man immer so gucken. Manchmal, wenn man auch so größere Sachen hat wie eine Schüssel oder so, das muss ja auch nicht in die Spülmaschine rein. Dann tue ich das lieber hin. Und dieses obere, das kann man ja auch in den Keller bringen oder so. Und dann hat man nur das untere. Ja, das habe ich geholt. Und die haben auch richtig viel Osterdeko, also richtig schöne Sachen. Und ja, da habe ich auch so Fotos gemacht von. Ich werde euch die dann auch in meine Community posten. Da könnt ihr halt auch einfach mal gucken, was es da so gibt an Ostern. Ja. Dann haben wir im Rossmann gestern noch mal eine Babymilch schnell geholt. Und ja, dann waren wir in Müller gewesen. Und ich habe einen Kinderhandfeger für meinen Kleinen geholt, weil wenn ich hier zum Beispiel die Essensreste von meinem Kleinen, die auf den Boden fallen, auffege, dann will mein Kleiner das auch immer, den Handfeger. Deswegen habe ich ihn in Müller in der Spielzeugabteilung, weil ich das da mal gesehen habe, einen Kinderhandfeger geholt. Und er hatte die ganze Zeit diesen Kinderhandfeger mit dieser Schaufel da in der Hand gehabt und ist damit auch da nach Hause, auf dem Nachhauseweg auch eingeschlafen mit. Ja, mag das total gerne. Ja, das habe ich. Und ja. Es ist sogar 11:41 Uhr, sehe ich gerade. Ich habe jetzt so viel gemacht, irgendwie wegen dem Paket. Mein Kleiner wird gleich aufwachen. Und ich wollte euch das gerne mit meinem Zimmer noch zeigen, wegen dem Tisch, weil ich finde, das sieht da oben nicht so gut aus. Da wollte ich euch das auch noch mal zeigen, wie das ausschaut. Und das mache ich aber dann später oder morgen. Mal gucken. Ja, jetzt mache ich jetzt erstmal noch ein bisschen Haushalt. Spülmaschine schnell aufräumen, bevor mein Kleiner wach wird und mache hier so ein bisschen Klarschiff. Das Schöne ist, ich habe gestern Kartoffelsuppe gemacht. Hier ist noch was drin. Hier ist eine Folie, weil ich habe von diesem Kochtopf, also diesen Deckel in der Spülmaschine gehabt. Habe die angestellt und habe dann gesehen, ja, hier habe ich eigentlich den Deckel davon. Ja, jetzt werde ich noch mal ein bisschen was aufräumen hier, fertig machen und ja, dann wird mein Kleiner wahrscheinlich gleich ja, sich melden. Und ja, ich habe da noch so ein paar Sachen zu tun. Dann bis später.